Es gibt verschiedene Namen Gottes und ein Name Gottes ist El Shaddai. El Shaddai. El ist ein Name Gottes, der älteste Name, den Gott offenbart hat, der Menschheit überhaupt. Und er ist Ausdruck der allergrößten Kraft. Ja? Gott hat die allerhöchste Kraft. Und Shaddai, dieser Zusatz, bedeutet, er genügt. In ihm haben wir Genüge. Und beides zusammen sagt uns, der allmächtige Gott ist der, der in allem für uns sorgt, wenn wir ihm unser Leben völlig und ganz in die Hände geben. Dann genügt er für alle Bereiche des Lebens. Und das hat der Herr Jesus den Jüngern immer wieder nahegelegt. Und das ist auch so schön heute Morgen. Wir können wirklich alle Sorgen bei Gott abgeben, egal ob sie Arbeit betreffen, Versorgung betreffen, was immer es ist. Denn unser Gott ist der allgenügende Gott. Und durch Jesus Christus sind wir mit ihm versöhnt, haben Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu Christi. Er hat es vergossen am Kreuz auf Golgatha. Er hat in Liebe für unser Leben, für unsere Sünde bezahlt. Und als wir ihn um Vergebung baten und unser Leben in seine Hände gelegt haben, dann kam der ganze freie Zugang zum Vater im Himmel. Wir sagen heute, Abba, lieber Vater, zu El Shaddai, zu dem allgenügenden Gott. Und eine der bekannten Predigten, wo uns der Herr Jesus dieses, dass wir doch ganz auf Gott vertrauen können in dieser Welt, ans Herz gibt, lese ich aus Lukas 12. In Lukas 12, da heißt es ab Vers 22, vom Falschen und vom Richtigen Sorgen machen. Vom Falschen und vom Richtigen Sorgen machen. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, Lukas 12, Vers 22, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als diese Vögel? Wer ist unter euch, der wie sehr er sich auch sorgen würde, seines Lebens Länge eine einzige Spanne, einen einzigen Tag zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen werdet oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe damit. Nach dem allen trachten die Heiden, die Ungläubigen in der Welt. Aber euer Vater im Himmel weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach Gottes Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen.
Denn da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lasst eure Lenden umgürtet und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt, Jesus kommt bald und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Und in Vers 49 sagt der Herr Jesus noch: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brannte? Amen. Amen. Jetzt sind ja viele Menschen in Sorgen um ihre Einkommen, um ihre Häuser und irdisch betrachtet natürlich mit Recht, ja. Gerade auch die wir aus östlichen Ländern kommen, unsere Familien da Erfahrungen haben. Wir wissen ja, dass jedes sozialistische System auf Diebstahl beruht und die Menschen, es wird ihnen ihr Eigentum weggenommen und dann wird es dem Staat gegeben. Und er spielt dann den guten Onkel, wenn er denen, die politisch korrekt handeln, Almosen gibt. Und wir sehen halt diese Zeit, wie sie wieder so anbricht. Aber Jesus sagt: Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater im Himmel wohlgefallen, euch das Königreich Gottes zu geben. Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieses Vorwort erinnert an meine Oma, meinen Opa. Als ich noch so vielleicht 12 Jahre alt war, da haben sie mir erzählt von der Weltwirtschaftskrise. Und das soll so gewesen sein, da ist wiederum ihr Opa, ja, also der ist auf Arbeit gegangen mit einer leeren großen Aktentasche. Warum geht man mit einer leeren großen Aktentasche auf Arbeit? Die haben jeden Tag dann das Geld gekriegt, weil die Inflation war so hoch, dass am nächsten Tag das Geld schon wieder so wenig wert war, dass man dafür fast nichts mehr gekriegt hätte. Und so sind sie mit ihren leeren Aktentaschen auf Arbeit gegangen und dann haben sie hinterher gewaltige Summen Geld gekriegt, weiß ich, Millionen Reichsmark oder so, ja. Und das war dann meinetwegen 15 Euro wert. Und dann sind sie mit diesen Aktentaschen sofort zum Laden gegangen. An dem Tag haben sie noch 2 Brote dafür gekriegt, am nächsten Tag hätten sie vielleicht gar nichts mehr für gekriegt. Da mussten sie wieder mit einer leeren Aktentasche auf Arbeit kommen. Und das Finanzsystem unserer Welt durch die viele Sünde und durch die vielen Intrigen und durch die ganzen bösen Dinge, die da in hohen Finanzsektoren laufen, ist ja am Ende. Und man will jetzt das Bargeld abschaffen, damit dieser ganze Betrug nicht sichtbar wird, ja? Und dann hat man nur noch Zahlen. Und wie das mit den Zahlen funktionieren soll, das probt man schon in China. Da hat man schon eine Modellprovinz, Renyang. Und in dieser Modellprovinz, da bestimmt der Staat nach Punktesystem. Wer sich so verhält, wie die kommunistische Partei es möchte, der darf zum Beispiel reisen. Ne? Und du gehst in eine Gaststätte und du machst einen politischen Witz. Und Alexa hört mit und du kommst wieder nach Hause und dann ist dein Punktekonto abgeräumt, ohne dass jemand mit dir geredet hat, weil du dort ein falsches Wort gesagt hast. Und dann darfst du nur noch in deinem Ort fahren mit dem Bus oder du bekommst Hausarrest, auch das gibt es. Ja. Und jetzt will man Städte vorbereiten, wo die Menschen alles innerhalb 15 Minuten erreichen können, damit man sie später wie in der Tierhaltung bei den Hühnern in diese Käfige einsperren kann und kann sagen, innerhalb von 15 Minuten darfst du dich noch bewegen, alles andere ist dir verwehrt, denn du stimmst nicht der, hätte ich fast gesagt, Tagesschau zu. Ich weiß aber nicht, wie dann später diese Nachrichtensendung heißen wird, aber ja, nennen wir sie mal der schwarze Kanal, so hieß sie in der DDR.
Die nennt sich dann aber Friedenskanal natürlich. Ne? Die ist dann für den hohen Friedensbringer und seine glücksähnlichen Menschen, die dann da herrschen. Ja. So, und jetzt sagt der Herr, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, wer wird wiederkommen? Jesus Christus wird wiederkommen in Kraft und Herrlichkeit, in Macht und in Herrlichkeit. Jesus Christus wird sein Reich aufrichten und er wird vollkommene Gerechtigkeit schaffen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Wissen wir, Jesus, ja, kommt als Bräutigam, hat alles im Hochzeitssaal vorbereitet, kommt und dann ruft er seine Gemeinde zu sich, die wirklich für ihn leben und mit ihm verbunden sind, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Gläubigen, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Und dann gibt der Herr so Ratschläge. Da bin ich schon vor Jahren gefragt worden, wie kann der Herr das denn meinen, ja? Dann sagt er, verkauft lieber alles, ja? Also bevor dann später die Aktentasche innerhalb von einem Tag sowieso leer ist, ja? Und setzt es ein für das Reich Gottes und für seine Herrlichkeit, ja? Dass Menschen gläubig werden, dass Gemeinde wächst und dass dieses Feuer entzündet wird zu Gottes Ehre. Und dieses Feuer, das ist das Wort Gottes, der Rettung, des Evangeliums, das sich überall ausbreitet. In Jeremia sagt der Herr, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Und der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Und das ist dieser Gedanke, du hast Jesus lieb, du hast ihm dein Leben geschenkt. Du folgst ihm nach und du gibst anderen Zeugnis davon. Und sie werden auch angezündet. Ja? Habt ihr das mal gesehen, wenn man so eine, da gibt es diese Kerzen, ja, und man muss sie irgendwie anzünden, so Wunderkerzen hat man sie auch genannt, ja, so. Und du musst sie irgendwie anzünden und wenn du sie anzündest, dann sprudeln sie überall hin, ja, so. Dann kannst du damit wieder anderes anzünden. Und so soll sich das Wort der Rettung ausbreiten, von einem Menschen zum anderen. Darum lass es deine Sorge sein, dass dieses Feuer entzündet wird. Das soll unsere Sorge sein. Nicht das Essen, nicht das Trinken, nicht was wir anziehen, das ist es nicht. Da wird Gott sorgen. Gott ist El Shaddai. Er ist der für alles genügende Gott. Fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Er hat meine Oma durchgetragen, mein Opa durchgetragen, er hat die Eltern von der Monika und Claudia durchgetragen. Er hat euch durchgetragen in Kasachstan, er hat euch durchgetragen in den schlimmsten stalinistischen Lagern. Er kann in allen Situationen hindurchtragen, darum fürchtet euch nicht. Er sagt, der Herr selbst, fürchte dich nicht und sorge dich nicht um dein Leben, was du essen sollst, auch nicht um den Körper, was du anziehen sollst, denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Und dann bringt er das Bild von diesen Lilien. Und wenn ich hierher fahre, das finde ich immer so schön, ja, das sind an der Seite, auf der einen Seite Grünflächen und um manche Bäume hat man extra etwas Platz gelassen, weil da die schönsten Blumen blühen im Moment. Also das ist sowas von herrlich, ja. Und das hat der Herr Jesus auch gemacht. Er hat darauf hingewiesen, hat gesagt, schaut diese herrlichen Blumen an. So kleidet sie der Herr, wie viel mehr wird er euch kleiden und mich kleiden in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Sorget euch nicht darum. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Gott hat Wege. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. In Jesu Namen.
Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet und wollen wir dem Herrn, der bald wiederkommt in Herrlichkeit, die Ehre geben und unser Leben in seine Hände. Lieber Vater in den Himmeln, wir beten dich an. Das ist so schön, dass du El Shaddai bist. Gott, der für alles genügt und seine Kinder versorgt. Wir danken dir und wir preisen dich und wir geben dir die Ehre. Und wir müssen uns nicht sorgen um das Essen und Trinken und Wohnen und Kleidung, Vater. Denn du hältst unser Leben in deinen Händen. Und wir wollen es heute Morgen ganz bewusst in deine Hände geben und auch alle Sorgen völlig ablegen, denn wir brauchen uns um gar nichts zu sorgen, als um dein Reich, deine Liebe, deine Herrlichkeit und die Rettung der Seelen. Wir preisen dich und wir beten dich an, Herr Jesus. Komm bald wieder, lieber Herr, und sei uns ganz nah, auch an diesem Tag. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.